Bremse glüht schon wieder hin. Big one. So, schönen guten Morgen hier aus Kenia, Malindi. Wir sind auf der Tina von Kingfisher unterwegs. Wir wollen heute mit Spinnruten auf Segelfisch fischen. Der Trick bei der ganzen Sache ist, wir müssen die hinter das Boot locken. Und das machen wir mit sogenannten Teasern hier. Ja, man sieht hier sehr schön, das ist ein normaler Kopf vom Segelfischangeln, wie wir das sonst auch mit den Stripbaits haben. Wir haben hier einen Tintenfischfetzen mit einer Schlaufe hinten dran, der hier drauf gebunden ist. Das sind die Routen, die wir hinten her schleppen. Kommt ein Segelfisch und attackiert die, ziehen wir dem Segelfisch diese Köder immer wieder aus dem Maul, so lange bis der direkt in Wurfweite ist. Und sobald er in Wurfweite ist, kommt die Spinnrute zum Einsatz. Und das zeige ich euch gleich, wie dieser Bait aussieht von der Spinnrute. Okay, so, ist der Segelfisch dann hinter das Boot gelockt mit den Teasern, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Kommen solche Köder zum Einsatz, das sind Circle Hooks, wo wir jetzt hier eine kleine Makrele drauf haben. Und die wird dann sogenannt, das heißt dann Pitch Baiten, das heißt dieser Bait wird dem Segelfisch direkt vor die Nase geworfen. Dann nimmt der Segelfisch den, wir lassen ihn kurz Schnur nehmen, schließen dann die Bremse und er läuft in den Circle Hook rein und sollte eigentlich dann gehakt sein. Ob das funktioniert und wie das Ganze aussieht in der Aktion, zeigen wir euch gleich. Das geht jetzt ja ganz schnell. Gerade die Einbeinung bekommen. Schon war da. Well done. Well done. Das ist geil, ne? Da war man selber überrascht, dass es so schnell ging, deswegen konnte man den Fisch jetzt mit der Kamera nicht festhalten. Andi hat gerade erklärt, wie es alles funktioniert und dann waren wir mit der Erklärung eigentlich gerade durch und da rief dann der Skipper schon, hup, da ist einer. Und dann sind wir auch etwas hektisch geworden. Aber drauf haben wir ihn schon mal. Er ist jetzt ein bisschen abgetaucht. Ja. Wir hoffen, dass er nochmal wieder hochkommt. Auch ein bisschen Power geben. Steht in der Boot, jetzt hat er keine Lust mehr. This phase of fire is behind us for now. You who branded your name. You considered my position. I received your other side. I feel your gentle form beside. Das ist gut, das ist ja. Das ging richtig gut ab. Kurze Erklärung, Fisch on. Geiler Fall. Okay, den haben wir mal gleich ganz schnell released an der Bordwand. Aber der hat so schön gekämpft, das gönnen wir ihm mal. Geil. Ich hab wieder den Hochmarkt.
da immer langsam rantasten an die Bremseinstellung. So, geiler Sail, Bait and Switch. Lass mal wieder schwimmen. Sehr geil. Gardens in the desert. Big one. Shallow wolf, the line, or it's the gallows. Oh, growing promise in the sand, a mask on shapeless barren land. Man is like a devil in the sun, balls and roses without effort. It's the art of gardens in the desert. The art of gardens, yeah. The art of gardens in the desert. The art of gardens. A truce with these felt a siege, and promises are threatening. The king of spades is hidden. Sacred swords are guarding Eden, a world he'll never see then. M1A1s and tattered flags. Yeah. M1A1s and tattered flags. Yeah. Meditating in a prison, he was dead, but now he's risen. Tortured by a wire necklace for being reckless. Dann machen wir kein Tag-Team hier. Willst du übernehmen, Andreas? Hey, komm jetzt, geh weiter. Feierabend. Sicher. Ja.
Party. Geiler Ton, ey. Total, wie immer. Wir haben schon einen riesen fetten Shark gefangen. Der hat uns gleich am Anfang gleich mal 1,5 Stunden lang platt gemacht. Und jetzt haben wir seit mehreren Stunden nonstop Thunfisch angeln hier. Und Durchschnittsgröße alle über 30 Kilo. Und der hier, der könnte ein richtig guter sein. Schauen wir mal. Crank by Crank, ey. Bende, weka chumvi yote mbili kwa gia. Weka mali, Alter. Reduce mali. Was, Mama? Took it. Hast du gesehen, wie die Flossen geleuchtet haben, ey? Ja. Jetzt aber. Was, was? Sit. Me la gusta mucho más que yo. Okay, you okay now? Immer auf Spannung lassen das Ding, immer auf Spannung, ja? Ja, immer auf Spannung, so viel wie es geht. Also Zahne mit. Ja, ich hab ihn schon verkauft. Der ist ein fetter Marlin, Alter. Well done. Der hat noch gar nicht gerafft, dass der gehakt ist, glaub mir. Marlin, du musst gleich ran.
kurz nach 2 Uhr nachts. Wir fahren raus auf die Nord-Kenia-Bank zum Jiggen und zum Tunnel-Drollen. Sind wir mal gespannt, sehr aufregendes Ding hier. Es ist stockdüster draußen, du siehst überhaupt gar nichts. Ja, schauen wir mal, was hier so Tag bringt und melde mich später nochmal. Jetzt? Ja, jetzt. Scheiße! Hurry up, hurry up, Mann. Wo will denn der hier? Wo will denn der hier? Ja. Nein, das darf man! Das darf man nicht! Das ist nur nicht unten an dem Programm. Halt die vom Boot. Hurry up, Mann. The line is going to the boat now. Oh! Go to the right. Yes, 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 okay. Yes, 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 yes. Okay, perfect. Du kriegst doch nie raus, ey. Du mal! Geh nach da hinten, geh nach hinten. Voll eingestiegen. Voll eingestiegen, Mann. Weg mit Fett. Ja, das ist natürlich nur das, Mann. Jetzt dann gucken, wenn er nach hinten fährt, musst du kurbeln. Immer auf. Ah ja, genau, genau, genau. Ja, guck hier, 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 das mal wegen steiger machen? Mach mal ein Klick weiter rüber. Eine andere Richtung, andere Richtung. Ja, ich hab's ja, ich hab's ja. Okay. Ich hab nicht gehalten, wir haben zu wenig Schnur drauf. Scheiße! Das ist gleich alle, ey. Ja. Platz 20 Nummer 1. Was er gibt keinen Zentimeter her. Noch nimmt er Schnur. Von Madagaskar überwunden. Aber. Can't put any pressure, ja? So strong. Andi, gib Lagebericht. Ja. Halbe Stunde ist fast um. Ja. 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 Dann kommt der da hoch und dann denkst du, das hast du gleich. Ja! Voll da, Andi! Yes, Mann! Voll da! Angus, we're running out of line. Here. I have to follow the fish and park if you stand there. Komm, get die Hut. Guck, dass er die Fische hochkriegt, Mann. Wir müssen dem hinterher, sonst ist er leer.
Kämpfen. Geil! Yeah. Oh, Schwede! Fischer! Drei Viertelstunden gedreht! Oh, geil! Die Rolle glüht! So, erster Amber-Check, den wir gekriegt haben. Dreimal sind wir gespult worden, einmal 380 Meter weg. Die anderen Male konnten wir einfach nicht halten. Dann haben wir die große Rolle ausgepackt mit 680 Meter, 60 Pfund Schnur, mit der großen Finnor eingeschlagen und haben wir gekriegt das Teil. Mal schauen, was heute noch so geht. Nord Kenia Bank geht tierisch ab. Wir haben irrsinnig viele Snapper, Thunfische und so ein Kleinzeug noch. Krass, wir können kaum noch laufen, weil uns die Arme so wehtun. Echt geil hier auf der Nord Kenia Bank. Müsst ihr auch mal ausprobieren. Und es war uns eine sehr schöne Ehre und eine große Ehre, dass der Andi vom Andres Angelreisen auch dabei war. Das ist ein ganz feiner Kerl. Danke. Schleimer. Ja. Macht nichts. Wir werden schon mal wieder was brauchen von dir. Supernatural prediction, and he said, man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming around. Man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming around. Ich weiß, wenn du draußen denkst, wie am jetzt nachher ans Boot kommt, machst du die Bremse wieder drauf, okay? Okay, sobald er es wieder hat. The time isn't right for you. I don't wanna see your face around here. The time isn't right for you. I said the time isn't right. Mm-hmm.
fish now. We want. We got him. We got him. We got the leader. That's your fish now. Fish, man. That's your fish. That was before I chanted for a chance. A sauschiene Vorproduktion. Before I counted 4, 3, 2, 1, and I went into a dance and fell right there. Thank you, man. And a wheelchair. Stella rose to a band that didn't understand when he said, "Man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming around. Man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known." Ich hab schon Gucken im Ei gehabt nach der Köder. Before coming around. Lange Arme, hä? I don't want to see your face around here. The time isn't right for you. I don't want to see your face around here. The time isn't right for you. Isn't right. Deshalb sind wir hergekommen. Ja. Let him run, let him go, let him go fast. Ja. Willst du lange Arme? Ja, ja. Sehr lang. So, jetzt sind wir gerade wieder am Hafen angekommen. War ein sehr erfolgreicher Angeltag. Flaggen sind gehisst, 5 Segelfische. Dann hatten wir noch 3 schöne Thunfische, 3 Doraden. Sehr viel Spaß, sehr gutes Essen mit frischem Sushi. Also es hat das Komplettprogramm sehr gestimmt. War wunderbar. Wir kommen wieder.